du kommst gerade richtig. Es ist schon Zeit für Siegerblut. Die Tage sind lang und die Nächte warm und von Feuern erhellt. Das heißt, dass die Zeit der Raubzüge wieder anbricht. Ihr seid noch nicht fertig damit, Opfergaben für die Götter zu sammeln, um uns ihre Gunst zu sichern. Ihr Segen wird uns ruhiges Wasser, guten Wind und reiche Beute bescheren. Gunnar wird viel zu tun haben, Waffen und Rüstungen zu schmieden. Ja, er hat bereits um Hilfe gebeten. Sveina hat ihre Schmiede beim Übungsgelände aufgebaut. Aber Waffen sind nicht die einzigen Kriegswerkzeuge, Eivor. Du musst deinen Verstand ebenso stählen wie deinen Körper. Ich bin sehr gespannt, wie so eine Verstandsübung aussehen soll. Ich würde dich ja herumführen, aber ich muss mein Opfer für das Feuer vorbereiten. Sieh dich in der Siedlung um und finde heraus, was gebraucht wird. Vielleicht kannst du dich nützlich machen. Bin ich sonst etwa nicht nützlich? Ach, und grüß bitte Norwid von mir. Doch zuerst, nimm diese Fackel und läute den Beginn des Festes ein. Oh. Da sind wir wieder. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, was wir hier vorhaben. Wir gucken ja eigentlich was anderes. Ich habe mit Siegfried gekämpft, dem berüchtigsten Wikinger im Frankenreich. Der Tod tropft wie Schweiß von der Stirn. Ich sollte nachsehen, was es in der Siedlung zu tun gibt. Gott. Wir werden unsere Vorräte aufstocken müssen, wenn wir auf eine das ist aber doch nicht mein Ding, was ich jetzt machen will. Warte mal. Du musst Eivor sein. Ich bin Sveina. Gunnar bat mich, beim Schmieden und Flicken von Waffen zu helfen. Freut mich, etwas mehr Hilfe zu haben. Warum hast du dich beim Faustkampfplatz aufgestellt? Sunifa meinte, du hättest nichts dagegen, wenn ich meine Waffen im Kampfring ausprobiere. Ich habe sogar ein kleines Spiel daraus gemacht. So kann ich mein Metall testen, während die Krieger für die Schlacht üben. Mit echten Waffen? Willst du, dass sie sterben, ehe sie das Schlachtfeld betreten? Ha, nein. In meinem Turnier gibt es Regeln. Wer genug abbekommen hat, muss sich ergeben und ausruhen. Hätte Sunifa mir dieses Turnier nicht gestatten sollen? Nein, keine Sorge. Wir können alle Kampfesübungen gebrauchen. Wettbewerb bringt Zusammenhalt. Zusammenhalt, da sagst du was. Tatsächlich müssen alle Teilnehmer einen Mitstreiter auswählen, der an ihrer Seite kämpft. Ich habe einen Jungswiking am Kriegerlager, der ein guter Mitstreiter wäre. Sehr gut. Ich habe drei Arten von Waffen zum Ausprobieren vorbereitet. Bist du bereit für den Wettkampf? Nein, will das nicht. Sieht vielversprechend aus, aber ich habe anderes zu tun. Das will ich gar nicht. Nicht das, was... Es ist nicht das, was ich will. Hab ich. Mit den neuen Handwerksmeister sprechen, genau das will ich. Ah, Norwid, du hast deinen Laden wieder aufgebaut. Oh ja, und was für Schätze ich für dich gefunden habe. Zeig mir doch mal was reingucken. Sieh dich um. Was haben wir denn zu kaufen? Sonnenscheinschild, Klinge der goldenen Strahlen. Keine Beute entkommt den Klauen des Falken. Übergabe ist bald oder... Siegbold Hartra. Können wir später machen. Wir sehen uns später. Wir wollen dahin. Den Typen da. Hallöle. Wir müssen miteinander reden. Eivor Wolfsmal, bist du es? Kennen wir uns? Du warst zu jung, um dich zu erinnern, aber vor vielen Jahren war ich Gast in eurem Haus. Das ist für dich. Sotung Smethorn? Wie ist das möglich? Kannst du Dinge aus Träumen heraufbeschwören? Das ist nur eine Nachbildung.
Ich fertigte es nach einer Geschichte deines Vaters. Doch da er tot ist, biete ich es dir an. Es sieht genauso aus wie... wie vor meinem inneren Auge. Wie Varin es beschrieben hat. Hast du noch mehr Dinge aus Geschichten gefertigt? Nur wenn sie kunstfertig erzählt wurden, wie es dein Vater tat. Er wäre ein guter Skalde gewesen. Könntest du dasselbe bei Träumen oder Erscheinungen tun? Also etwas aus jener Welt in diese bringen? Nicht alle, die träumen, sprechen und noch weniger sprechen, klar. Seherinnen reden zu viel und trüben deinen Blick mit... Wie bitte? Ihr wollt Dinge aus anderen Welten hierher bringen? Eher sie aus der Vorstellung in diese Welt heben. Habe ich erst das Bild, spricht es zu mir in einer Sprache, die ich nicht kenne und doch verstehe. Das ist Sotungs Methorn, Valka. Aus Jötunheim. Wie Varin es ihm beschrieb. Mir gefällt dieser Handel mit Traumbildern nicht. Aber wenn dadurch gute Erinnerungen an deinen Vater geweckt werden, ist er vielleicht nicht wertlos. Ich werde dir einen Trank bringen, durch den Eivor träumt und doch klar spricht. Wenn du ihn ausnutzt, wird dein Tod schmerzhaft sein. Du brauchst dir nicht so viel Mühe zu machen, wenn du mir das Rezept gibst. Ich werde dir den Trank bringen. Grabe nur nicht zu tief. Wir kennen den wahren Preis all dessen nicht. Es wird die Götter nichts kosten. Du hast ihn gehört. Er entnimmt keine Dinge aus ihren Reichen. Er stellt sie sich vor und fertigt sie an. Die Götter mag es nichts kosten. Aber dich. Ich bereite die Werkstatt vor. Komm vorbei, wenn du beginnen möchtest. Everolds Werkstatt. Er sieht halt für mich aus wie so ein Zwerg. Er sieht halt komplett aus wie so ein Zwerg, ne? Eivor? Ach, das ist der Drang. Du wirst bei mir sicher sein. Valka hat versprochen, dass jedes Leid, das dir widerfährt, mich zehnfach ereilt. Sie kümmert sich um ihre Leute. Halt? Doch auch ich muss dir ein Versprechen abnehmen. Du darfst zu niemandem davon sprechen, was auch geschieht. Ich schwöre bei meinem Leben, ich werde mit niemandem außer dir darüber sprechen. Ist weg? Alter ist Odins zweiter Sohn und er ist so beliebt und so gut in allen, dass er aus sich herausleuchtet. Nachdem Baldr von Sud getötet worden war, dachten viele, der Wille des Erhabenen wäre gebrochen. Dies war jedoch nicht der Anfang seines Endes, wie von vielen toten Zauberern vorhergesagt. Der Weltgestaltende hatte jegliche eine weitere unmögliche Aufgabe ins Auge gefasst. Ein vielgestaltigter Weg der vergessenen Sage.
Wenn du mir nah bist, lieber Rabe, ist mein Gedächtnis klar und mein Ziel ebenso. Dort unten in Niflheim sieht es anders aus. Du weißt, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Ich schaffe es selbst nur gerade so durch den Schutzwall, wenn ich meine treuen Waffen zurücklasse. Nun schmoll nicht. Ich werde dich nicht aufs Spiel setzen. Wer sonst sollte mich an mein Ziel erinnern? Ja, Balder, mein Sohn. Das Licht der Welt, eingesperrt in Hels finsteres Schloss. Er wurde zur Folge geholt, uns gestohlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich dem Schicksal getrotzt und Balder von den Toten zurückgeholt habe. Du hast recht, Munin. Wenn es geschehen soll, dann am besten schnell. Zeit für einen Besuch bei Hel. Ins Lager. Alles klar. Oh lol. Ich hab gar nichts, ne? Ich hab keine Waffen, nix. Das ist nochmal meine Rüstung. Dieser Dienst ist noch nicht verfügbar. Noch nicht. Ja gut, dann da runter, ne? So, sind wir in der Pfütze gelandet. Ja, viel Spaß im Lurk. Das ohne Waffen jetzt. Ausrüstung in Nilfheim. Jedes Mal, wenn du einen neuen Durchlauf beginnst, steht der zufällig zusammengestellte Statusrüstung zur Verfügung. Wenn du das nächste Mal nach Nilfheim zurückkehrst, kannst du eine neue Ausrüstung, Satz und Fähigkeit ausprobieren. Ich habe jetzt ein feines Schwert, einen feinen Jagdbogen, Altvaterrüstung und Jöcksgolf, mein Schild. Wow. Das ist ja wundervoll. Dann nehmen wir mal. Mein Köcher ist voll. Sind das? Das sind Gegner, ne? Ich muss dahin. Lockdrohne. Ein Lockdrohne öffnet sich erst, wenn alle Feinde in der Nähe besiegt sind. Beendet den Kampf, um die Truhe zu entriegeln und die Belohnung zu bekommen. Niflheims Reichtümer werden doppelt geschützt. Ich muss die Wachen töten und dann den Schild auflösen. Shit. Eine gute Besserung. Ich hoffe, du hast nicht so einen schlimmen Verlauf, aber gute Besserung. Belohnungsauswahl. Fürs Dritt. Der vernichtete Dritt wirft Gegner zurück, stoßt sie dabei in Hindernisse oder andere Gegner. Die Spitzen deiner Pfeile sind vom Blitzen erfüllt. Let's go. Der Schild um diesen Schatz muss an
das Leben seines Wächters gebunden gewesen sein. Oder sein Tod. Der ist ein Problem, ne? Ich habe 10 HP verloren. Kann ich die auch gleich heilen hier oben? Nimm mal die Pfeile da hinten. Jetzt weiter. Da vorne kannst du dich heilen, wahrscheinlich das Herz beuten. Okay, okay, okay. Alles nur, um den Sohn zu retten. Oh. Ich hab mich mit der übelsten Müllwaffe. Uiuiui. Ketten. Jetzt führt kein Weg zurück. Ach, die Kette ist reingebrochen. Let's go. Wo ist denn der Gegner? Moment. Oh, shit. Wo denn? Wo bist du? Oh shit. Oh shit. Nein. Scheiße. Das feige Haas will sich davon stehlen. Nein, will ich gar nicht. Du willst dich davon stehlen. Wow, 20 HP nur dazu gekriegt. Da leckt mich am Arsch. Einfach nichts zum Heilen oder was? Oh nein! Frodo, viel Spaß. Schleichende Gestalt scheint ein Dieb zu sein. Wer wäre besser geeignet, mich zu schätzen zu führen? Ich muss mit Bedacht vorgehen. Sucht mich, ihr findet mich über den Schlachtgeschehen hoch über den Köpfen meiner Widersacher, wo Kalstadt lehnt, der Nebel sich dünn. Viel kostet es mich, die Jötner, die in mir ihr Kunst auf sich verschleien. Erwartet von mir keine Entschuldigung. Ich bin nicht durch die wohltätige Höhe aufgestiegen, der Dieb, König der Dieb.